Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einem neuen Video. Heute mal aus dem Auto. Wir sind gerade kurz bei der Feuerwache und haben kurz was, oder Sascha bringt kurz was rein. Und dann werden wir kurz einen Baum kaufen gehen. Wir haben es jetzt gefühlt immer noch nicht geschafft, aber jetzt fahren wir einen Baum holen und danach fahren wir zum Baumarkt. Wir werden aber, glaube ich, nochmal Autos tauschen. Und dann geht's im Keller weiter. Ich freue mich schon. Ich bin gespannt, wie weit wir kommen oder was wir alles finden. Genau, seid aber gespannt. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal einen Baum holen. Wir haben jetzt hier einen Baum. Boah, man erkennt durch die Kamera gar nichts. Der hat keine Form. Das sieht durch die Kamera aus, als hätten die alle keine Form. Ja. Können wir mal da hinten noch gucken. Ja. Die hier wachsen nach unten, guck mal. Der hier. Wächst so nach unten alle. Ja, der ist schön. Hier ist auch noch einer, der eigentlich ganz gut aussieht. Der ist schön füllig. Also der ist bis jetzt am schönsten. Ja. Ja. Aber auf der anderen Seite ist er richtig. Ja? Ja, hier sieht er auch nicht aus. Der hier? Der hier? So, meine Frau meint, sie wäre selbstständig, was sie dann auch ist, ne? Ist auch nicht assi, dass ich den nicht trage. Lass dich einfach mal machen, ne? Ah, hör, hör, hör. Sehr gut. Maschine. Ja, ist doch gut. Ja, reicht. Das knicke ich so ein bisschen vorsichtig, ohne dass es kaputt geht. Sehr gut. Baumhase. Klappe zu. Baum drin. Yay. Man sieht dich gar nicht. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Baumarkt. Ich konnte gerade nicht runterschlucken. Kennt ihr das? Wir haben uns jetzt einen Zettel gemacht, was wir alles gucken wollen und holen wollen für den Keller unten. Und es ist doch wieder mehr geworden als nur eine Sprühdose für den Heizkörper. Und, schauen wir mal, was wir jetzt alles so mitnehmen. Alter. Hier, was ist das für ein Schild, Junge? Vorfahrtgewehre? Nein. Vorfahrt achten? Nein. Vorfahrtstraße? Das hier nicht richtig. Du hast Vorfahrt. Also ey Leute, ich bin so schlecht in Verkehrszeichen. Meine Güte, ey. Guck mal da, das Schild. Das ist ein Vorfahrt. Ach, ein Vorfahrtgewehrenschild. Also. Ah ja, okay. Ich weiß gar nicht, wie ich meinen Führerschein geschafft habe. Ich frage mich, ob der überhaupt einen hat. Ja, ich habe auf jeden Fall einen. Schon seit nächstes Jahr 17 Jahre. Krass, oder? Boah, das hört sich so alt an. 17 Jahre habe ich einen Führerschein. Und ich habe noch nie einen Unfall gehabt. So, da sind wir. Kabelkanäle. Wir brauchen einen. Ein Kabelkanal. Für über die Tür. Die sind ganz schön lang. Ja, 2 Meter. Oh, krass. Das ist extra mal. Weil da soll ja ein Lichtschalter drauf. Ah ja, stimmt. Ich kaufe mir jetzt gerade ganz viele Steckdosen. Oh mein Gott. Aber die sind nicht so teuer. Voll gut. Das ist so ein Dimmer, ja? Genau. Da die Dinger ja auch dimmbar sind, heißt du kannst draufklicken, geht Licht an und dann drehen zum. Die Frage ist, ob diese Strompanels ja nur dimmbar sind über Fernbedienung. Weißt du, dann braucht man das nicht. Ja, vielleicht lassen wir das noch außen vor, das. Ja. Und gucken erstmal, wo wir die Panels kaufen. So, die sind wir zu Hause.
Wir haben einmal eine neue Lampe gekauft für den Heizungsraum, damit wir da auch mal Licht haben. Das hier hat Sascha der Katze gekauft. Ich gehe kaputt, ohne Witz. Der hat das extra für seine Sunny gekauft, damit sie sich auf die Heizung legen kann, weil die da immer liegt. Ich kann nicht mehr, echt, der ist zu süß. Hier ist Lack und hier ist die Steck... Ach, die... Wie heißt es nochmal? Das Ding hier? Kabelkanal. Kabelkanal. Hi, da bist du hier wieder. So. Wo sind die ganzen Steckdosen hier? Sind die schon hier unten? Dann haben wir noch für da neue Steckdosen geholt. Und ganz viele für den Raum hier, wo auch immer er sie hingetan hat. Ja, alle habe ich hier reingetan. Alle da? Wo soll ich die sonst hinkommen? Sonst sind die doch da im Weg. Ach ja, da drin sind die. Genau. Können wir ja bald loslegen, wa? Mhm. Ich freue mich. Soll ich hier ausmachen? Naja, ich wollte ja gerne hier schon. Das tauschen wir mal, hier ist nochmal Strom drauf. Mal ausstecken. Boah, das ist... Der Blick gerade hier muss ausstecken. Muss ich die Sicherung rausmachen. Ich habe jetzt ein Date mit diesem Heizkörper. Zumindest mache ich ihn jetzt erstmal aus. Damit ich ihn erstmal sauber machen kann. Steckdose! Guck mal, es sieht direkt viel schöner aus. Hat er gut gemacht. Können wir auch richtig das Licht hier an- und ausmachen. Ohne, dass man Angst hat, sich einen Elektroschock zu holen. So, wir haben jetzt den Tisch hier rausgestellt. Wir mussten erstmal zwei Beine abbauen. Soll ich dir helfen? Nein. Hm? Nö. Wir müssen erstmal zwei Beine abbauen, damit wir durch diesen Mini-Flur hier kommen. Aber läuft. So, ich zeige euch jetzt mal den Übeltäter-Tisch, der nicht durch diese Tür passen möchte. Hi. 80 Leute dran sitzen. Ja, das ist der Tisch. Der ist jetzt natürlich noch dreckig. Schatz, was schätzt du, wie schwer der Tisch ist? 80 Kilo? Ja, ne? Guckt euch das mal an, wie lang der ist. Ich gehe jetzt mal so hier lang. Die Platte kann man rausnehmen, also hoch. Krass, oder? Das Ding ist riesig. Und die dreht man dann um und dann passt das zusammen. Da passen, ich habe mal geguckt, 10 Leute locker dran. Wenn nicht sogar 12. Also 10 bis 12 Leute kriegen wir da dran, Schatz. Nur wir kriegen die Beine nicht ab, weil das sieht so aus, als wenn das ein Guss wäre. Aber der muss ja hier durch. Ja, genau. Da, wo der Herr jetzt gerade lang ist. Scheiße, echt. Aber jetzt mal mehr kann. Ja, ist kalt. Ist kalt, Alter. Doch, ist voll kalt. Ja, Baustelle Nummer 2 ist ja das hier. Und ich wollte eigentlich einen Heizkörper machen. Ich mache den jetzt, glaube ich, erstmal sauber. Der ist richtig staubig. Und dann will ich den lackieren. I've done my best and my worst, learned my lessons. No matter how hard my life would treat me, I'd always get right back up, never worry. Cause I got a million reasons to keep holding on. Yeah, I got all that it takes to win and overcome. What I got is just a feeling, but it's oh so strong. It goes on and on, on and on. There's something going on inside of me. Flasche leer, scheiße. Ja, wir haben nur eine Dose gekauft und so sieht die Heizung jetzt aus. Aber hey, immerhin ist sie nicht mehr ganz so braun. Scheiße. Guck mal, Schatz. Ja, passt echt nicht mehr.
Und gleich Boom, Explosion. Ach Quatsch. Okay, ratet mal, was wir jetzt machen. Dann. Guck mal bitte da in die Tür, ob da noch meine Maske drin ist. Okay, wir fahren jetzt nochmal zum Bauhaus. Baumarkt. Weil ich. Ja. Weil du. Weil ich. Was? Weil? Weil ich mich verschätzt habe mit dem Lack. Ich hab den Lack geschnüffelt. Ja, hätten wir besser direkt zwei geholt. Ich habe dich gefragt, ob eins reicht. Du hast gesagt, das reicht für 1,5 Quadratmeter. 1,2. Ja. Wir können denken, dass diese kackbraune Heizung so viel Ding schluckt. It's cold outside. It's cold outside. Ich hab schon kein Make-up mehr drauf. Ja, das ausgemacht. Hä? Du, es geht von alleine aus, sag ich doch. So, ja, wir fahren jetzt mal. Kit, fahr los! Geht nicht. Ja, jetzt muss ich stehen bleiben. Komm. Ja. So, wieder da. Wir haben jetzt mal zwei mitgenommen. Aber du sprühst jetzt nicht mehr, ne? Nicht? Nee, kannst du morgen machen, wenn ich da bin. Und einmal Sprühlack für den Kumpel da vorne, damit wir den auch direkt weiß bekommen. Und wir haben einmal diese Keile mitgenommen fürs Fenster. Können wir ja direkt hier hinlegen, ne? Die sind für den Fenstereinbau, damit die in Position bleiben. Hallo! Hi. Weißt du, dass noch keiner gefragt hat, sag aber auch nichts. Keiner hat gefragt, was wir aus diesem Raum hier machen. Ey! Schatz. Ich habe Lea so eine Farbkarte mitgenommen. Die hatten da. Ja, ciao. Die hatten da richtig schöne, wirklich schöne Farben. Und ich glaube, dass sie das hier ganz toll findet. Leider sieht das in der Kamera nicht so toll aus wie in echt. So in etwa. Aber die Farben sahen wirklich sehr, sehr schön aus. Dann können die Kinder schon mal gucken, so eine Tendenz, was sie gerne in ihrem Zimmer hätten. Ja. Ja, bitte. Was? Keine Ahnung. Ich finde sowas hier schön für Schlafzimmer. Das wird sowieso noch besonders. Da können wir mal gespannt sein. Wie bitte? Doch, das Schlafzimmer wird super. Und das darf ich komplett ganz alleine einrichten. In meinen Träumen? Du hast ja gesagt, dass ich das darf. Ja. War ich bestimmt. Nicht. Doch? Ja, meine Sinne. Ja, klar. Du hast es gesagt, ich habe das abgespeichert, dann machen wir das auch so. Irgendwann kommst du nach Hause, ist die Wand grün. So, ich sag jetzt auch mal. Ich sag jetzt mal Tschüss. Ist das Farbe oder was? Nein. Sicher. Na Quatsch. Doch. Wovon denn? Ach, das ist bestimmt die Lea oder irgendeiner Spucke mit so einem Fernrohr. Fernrohr? So, ich sag jetzt mal Tschüss. Zu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen. Auch wenn wir nicht so viel gemacht haben. Komm. Sag Tschüss jetzt. Tschüss. Ah, wir sag Tschüss jetzt. Sag Tschüss jetzt. Bis zum nächsten Video. Ich sehe aus wie so ein Typ, wenn meine Haare so da hinten sind. Sehe ich aus wie ein Mann. Mal boostern. Fertig! Hast du gekackt? Nein, ihr habt die Farben ausgesucht. Ich komme jetzt. Tschüss, bis zum nächsten Video. Ja, tschüssi.